Jeder, der die letzten Jahre nicht unter einem Stein verbracht hat, kennt sie. Die Landung der Erststufenbooster von SpaceX. Die Landungen sehen auch deshalb so spektakulär aus, weil das Triebwerk erst im letzten Moment bremst. Der 50 Meter hohe und über 25 Tonnen schwere SpaceX-Booster verzögert wie von Zauberhand und trifft das X in der Mitte des Landeplatzes. Fun Fact: Das Merlin-Triebwerk von SpaceX ist nicht in der Lage, die Rakete bei der Landung schweben zu lassen. Dafür hat es sogar runtergeregelt. Viel zu viel Schub, aber dazu gleich mehr. In dem Video heute schauen wir uns im Detail an, wie die Landungen der Falcon 9 und Falcon Heavy Booster funktionieren, wie es der Konkurrent Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos macht und warum das Starship von SpaceX das Ganze noch eine Nummer spektakulärer macht. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, denn hier bekommst du ja jede Woche neuen Input zum Thema Raumfahrt. Aber nun zum Thema der heutigen Folge. Wenn es SpaceX und Boosterlandung nicht gäbe und man mich gefragt hätte, wie ich mir die Science-Fiction-Landung einer Rakete vorstelle, ich hätte euch vermutlich grob die Landung einer New Shepard-Rakete von Blue Origin beschrieben. Also das Abbremsen und Schweben vor der eigentlichen Landung, ähnlich zur Mondlandefähre im Apollo-Programm. Tatsächlich dachte ich, als ich meine erste Falcon 9 Boosterlandung gesehen hatte, das ist fake. Einfach weil es so absurd aussieht. Eine 50 Meter hohe Rakete, die zunächst ungebremst auf den Boden zurast und erst im letzten Moment bremst und dann punktgenau ein X auf dem Landeplatz trifft. Na klar, das hat sich vermutlich Hollywood ausgedacht. Als ich mich von meiner Neugier getrieben dann mehr mit dem Thema beschäftigt habe, dann hat es mich nur noch mehr begeistert. Und ich würde sagen, dass der Coolness-Faktor, den SpaceX in die Raumfahrt gebracht hat, ja, so ziemlich ein Hauptgrund dafür ist, dass ich mit Senkrechtstarter angefangen habe. Hätte den Kanal wohl auch Senkrechtlander nennen können. Abgesehen davon, dass es verdammt cool aussieht, wie SpaceX seine Booster landet, warum macht SpaceX dieses so riskant aussehende Flugmanöver? Ja, zum einen liegt es tatsächlich daran, dass selbst wenn das Merlin-Triebwerk runtergeregelt wird, eine leere landende Stufe nicht in der Schwebe gehalten werden kann. So verrückt wie das klingen mag, würde SpaceX das Triebwerk nicht punktgenau abschalten, würde die Rakete einfach wieder nach oben fliegen. Das Merlin-Triebwerk, das kann man zwar auf bis zu 57% seines Nominalschubs runterregeln, aber selbst dann sind wir noch bei gut 50 Tonnen Schub. Das ist fast doppelt so viel wie das Leergewicht eines Falcon 9 Boosters. Der hat zwar dann noch Resttreibstoff in seinen Tanks, das ist ein bisschen schwerer, aber bei weitem nicht genug, um den Booster daran zu hindern, nach der Landung einfach wieder wegzufliegen. Aber das ist später mehr. Das vertikale Landen mit Raketen hat SpaceX übrigens nicht erfunden, auch wenn das oft behauptet wird. Mit dem Delta Clipper oder auch der DCX gab es sogar schon in den 90er Jahren einen Prototypen, der solche Landungen demonstrierte. Und auch die Rechnung, dass es sinnvoll ist, Teile von Raumfahrzeugen wiederzuverwenden, um Raumfahrt eher wie Luftfahrt zu machen, hatte ja das Space Shuttle schon ausprobiert. Mit dem Space Shuttle hat das noch nicht so wirklich funktioniert, das ist ja an all seinen Zielen wie Sicherheit, Schnelligkeit und Kosten gescheitert. Und noch ein Quick Fact über vertikale Landungen. Wusstest du, dass SpaceX bei den Crew Dragon Kapseln ursprünglich eine vertikale propulsive Landung vorgesehen hatte? Hintergrund ist der Mars. Der ist ja seit der Gründung von SpaceX immer das erklärte Ziel von Elon Musk. Ja, da der Mars nur über eine sehr, sehr dünne Atmosphäre verfügt, etwa so 1% der Dichte der irdischen, ist eine sichere Landung eigentlich nur propulsiv mittels Triebwerken möglich. Wenn man sich das noch nicht zutraut, kann man auch einen Überschallfallschirm nehmen, braucht dann aber zusätzlich Airbags für den Aufprall. Das wurde auch schon so demonstriert. Wobei die G-Kräfte für Menschen dann wahrscheinlich zu groß wären. Da die Super Draco-Triebwerke ursprünglich für eine Marslandung mittels Dragon-Raumschiff entwickelt wurden, war viel Grundlagenarbeit bereits vorhanden. Als SpaceX dann am kommerziellen Crew-Programm der NASA teilnahm, wurde eine solche propulsive Landung der Dragon-Kapsel an Land aus Sicherheitsgründen von der NASA abgelehnt. Da die leistungsstarken Triebwerke aber auch ein hervorragendes Startabbruchsystem abgeben, gibt sie bis heute. Aber zurück zur Falcon 9 und dem sogenannten Suicide Burn, der Selbstmordzündung. Der Name ist, glaube ich, selbsterklärend. Durch die hohe Geschwindigkeit aus dem freien Fall endet jeder noch so kleine Fehler in der Katastrophe. Dass es gerade in der Anfangsphase nicht so reibungslos geklappt hat, ja, das zeigt eines der meistgesehensten Videos von SpaceX mit dem schönen Titel, wie man einen Booster nicht landet. Der Name Suicide Burn wurde von SpaceX übrigens aus Marketinggründen abgelegt. Offiziell spricht man jetzt von dem sogenannten Hover Slam, ein Wort, das ich mir aber nicht so wirklich merken kann. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt. Bei Landing Burn, der Landezündung, weiß aber glaube ich jeder, was gemeint ist. Okay, dass das zu späte Bremsen böse ausgeht, ist einleuchtend. Tatsächlich ist aber auch das zu frühe Bremsen ein Problem. Da die Falcon 9 eben nicht schweben kann, baut sie nach einem vorzeitigen Stillstand beim weiteren Fallen wieder Geschwindigkeit auf, was auch in den Anfangsphasen der Boosterlandung zu einigen Verlusten von Boostern geführt hat. Und da sind wir dann beim eigentlichen Knackpunkt, der auch dann für Starship, der nächsten Rakete von SpaceX, wichtig ist. Schwerkraft kann ein ganz schönes Arschloch sein.
Die Schwerkraft ist ja für Massen eine beschleunigende Kraft. In jeder Sekunde, in der der Falcon 9 Booster landet, ist die Schwerkraft darin bestrebt, die Gesamtgeschwindigkeit um 9,8 Meter pro Sekunde zu erhöhen. Das bedeutet, dass der Booster für jede Sekunde, in der er sein Triebwerk zündet, 9,8 Meter pro Sekunde Delta V benötigt. Je früher der Booster mit dem Zünden der Triebwerke beginnt, umso länger dauert die Landung und desto mehr Delta V benötigt das Manöver. Das Potenzial einer Rakete oder eines Raumschiffes, seine Geschwindigkeit zu ändern, kurz Delta V, ist ein wichtiges Konzept in der Raumfahrt. Und dazu mache ich definitiv mit Aeneas noch ein eigenes Video. Merkt ihr schon mal, dass Delta V, das man braucht, ist gleichbedeutend mit der Energie, die ein Manöver benötigt. In unserem Fall bei der Landung des Boosters RP-1 und Sauerstoff für das Merlin-Triebwerk. Je weniger Delta V wir benötigen, umso besser. Um nicht die gesamte Energie aufzuwenden, die wir vorher zur Boosterbeschleunigung beim Start aufgewendet haben, nutzt SpaceX geschickt die Atmosphäre, die ab einer Höhe von etwa 30 Kilometern signifikant zum Bremsen des Boosters beiträgt. Der Fahrtwind der immer dichter werdenden Atmosphäre nimmt ordentlich Geschwindigkeit aus dem Booster. Wenn wir beim Starten nicht so wirklich Bock auf Fahrtwind haben, der unsere Rakete am Beschleunigen hindern will, wird diese Kraft beim Fall zur Erde sogar so groß, dass sie den Falcon 9 Booster aus über 6000 Kilometern pro Stunde auf unter 1000 Kilometer pro Stunde abbremst. Und das ohne, dass wir Treibstoff zum Bremsen verwenden müssen. Das ist ja mega sinnvoll, denn den hätten wir ja sonst vorher mit der Rakete erstmal starten müssen. Aber zurück zu der Beschleunigung aus der Schwerkraft. Die Beschleunigung aus der Schwerkraft ist an die Falldauer gebunden. Das heißt, je kürzer die Falldauer, umso weniger Energie muss ich aufwenden, um die Fallgeschwindigkeit aus der Rakete zu nehmen. Würden wir hingegen schweben, muss das Triebwerk erst die Geschwindigkeit des Boosters auf Null senken und dann über die Dauer des Schwebens die Energie aufwenden, um den Booster entgegen der Schwerkraft in der Schwebe zu halten. Da kann man der Energieverschwendung sprichwörtlich zusehen. Und nach dem Schweben fallen wir ja doch nochmal, was wieder die Geschwindigkeit der Rakete erhöht, was wir nun erneut aus der Rakete nehmen müssen. Ich denke, es ist logisch, dass man sich die Energie für das Schweben und im Anschluss das erneute Abbremsen vor der Landung gerne sparen möchte. Das eigentliche Ziel heißt ja, den Booster auf Höhe 0 genau auf Geschwindigkeit 0 zu bekommen. Da das in der kurzen Zeit während des Landeanflugs nicht hundertprozentig gelingt, muss die Struktur und vor allem die Beine des Boosters das kompensieren. Sollte eine Landung mal besonders heftig ausfallen, sind in den Falcon 9 Beinen Aluminium Honeycomb Crush Cores, um den Stoß abzumildern. Die funktionieren so ähnlich wie so eine Knautschzone eines Autos und setzen kinetische Energie in Verformung um. Das funktioniert dann natürlich nur einmal und die müssen dann nach einer Abnutzung getauscht werden. Die Beine werden übrigens nicht aktiv ausgefahren, sondern nur ausgeklinkt. Die Energie für das Ausklappen kommt dann einfach aus der Massenträgheit. Während das Triebwerk den Booster abbremst, sausen die Beine einfach noch bis zum Einrasten ein Stück weit in Fallrichtung. Das kann man auch gut beobachten, wenn der Booster kurz vor der Landung nochmal stark nachsteuern muss. Durch das Drehmoment aus der Steuerbewegung öffnen die Beine dann nicht alle gleichmäßig. Also nochmal zusammenfassend, wenn man eine Rakete landen möchte, ist es absolut sinnvoll, das so spät wie möglich mit so viel Schub wie möglich zu tun. Und tatsächlich hatte SpaceX bei der Landung auch mit mehreren Triebwerken experimentiert. Warum sich letztlich die Bremsung mit dem zentralen Merlin-Triebwerk Nummer 9 für SpaceX als die bessere Möglichkeit erwiesen hat, das kann ich euch leider nicht sagen, da müsste ich jetzt spekulieren. Worüber wir nicht spekulieren müssen, das ist die Kehrseite der Medaille. Ja, die Hauptkritik an dem Landemanöver bzw. der Wiederverwendung. Der ganze Aufwand für eine Landung ist natürlich nicht umsonst. Wir müssen deutlich mehr Masse in die Rakete packen, um sie später nach dem Start landen zu können. Naheliegend ist dann natürlich das Extragewicht für alle Bauteile, die man sonst nicht bräuchte. Landebeine, Gridfins und Kaltgassteuersystem. Aber wir müssen natürlich auch für die Landung extra Treibstoff mitführen. Zum einen für die eigentliche Landung, aber natürlich auch für das Abbremsen vor Atmosphäreneintritt. Dass das je nach Wiedereintrittsprofil nicht zwangsläufig notwendig ist, also dieses Abbremsen beim Atmosphäreneintritt, das hat Rocket Lab mit seiner Electron ja schon bewiesen. Aber das wäre ein Thema für ein eigenes Video. Zusatzmassen, die nicht so ganz offensichtlich sind, sind die Treibstoffreste. Während man bei Einmalraketen die erste Stufe ja so richtig schön leer nudeln kann, um alles an Delta V rauszuholen und dann die genaue Orbiteinsteuerung sowieso mit der zweiten Stufe erledigt wird, ist ja so eine Landung ein dynamischer Prozess und so müssen Reserven eingeplant werden. Genaue Daten hat natürlich nur SpaceX selbst, aber grob verbraucht ein Meereshöhen-Merlin-Triebwerk mehr als 300 Kilogramm Treibstoff pro Sekunde. Für den Re-Entry-Burn mit 3 Merlin-Triebwerken und 20 Sekunden Brenndauer werden das dann also schon 15 bis 20 Tonnen Treibstoff sein. Für den Landing-Burn mit etwa 20 Sekunden dementsprechend 8 bis 11 Tonnen Treibstoff. Wie gesagt, Daumenwerte, um ein Gefühl zu bekommen, aber das heißt wohl 20 bis 30 Tonnen des Startgewichts von 550 Tonnen entfallen nur auf den Treibstoff für die Wiederverwendung. Auch wenn man sich aktuell gar nicht ausmalen möchte, was 20 bis 30 Tonnen Sprit an der Tanke kosten, im Verhältnis zu den Startkosten von mehreren Millionen Dollar, ja, fällt das nicht so wirklich ins Gewicht.
Besonders nicht, wenn man eh mit Abstand der günstigste Anbieter am Markt ist. Aber wie ist das mit dem Verlust an Nutzlast? In der Oberstufe lässt sich das sehr leicht rechnen. Da bedeutet jedes Kilogramm, das eingespart werden kann, ein Kilogramm mehr an Nutzlast. Für die Erststufe einer Rakete ist das aber bei weitem nicht so zugunsten der Nutzlast. Auch ein Grund, warum man bei Raketen den richtig abgefahrenen Leichtbau aus Kostengründen nur in der Oberstufe macht. Ganz genaue Zahlen kennt auch hier natürlich nur SpaceX, aber wir können uns ja an den Katalogdaten von SpaceX orientieren. Für die aktuelle Falcon 9 werden ganze 22,8 Tonnen Nutzlast in den Leo angegeben. Das ist schon ganz schön ordentlich und es gibt nur wenig Raketen, die aktuell mehr in den Orbit befördern können. Das Maximum, was bei der Wiederverwendung für die Falcon 9 hingegen geht, das sind 16,4 Tonnen Nutzlast. Soweit ich weiß, wird die Falcon 9 aber nur bei Starlink-Starts so dermaßen vollgeklatscht. Und lohnt sich das Ganze? SpaceX sagt ja. Laut eigenen Angaben kostet der Start einer wiederverwendeten Falcon 9 SpaceX weniger als 20 Millionen Dollar. Neben den eigentlichen Startkosten sind da dann aber auch eine nagelneue Falcon 9 Oberstufe, der Betrieb der Schiffsflotte und die Wartung des Boosters mit dabei. Und laut meinem Interview mit Hans Königsmann lohnt sich das auch schon direkt bei der ersten Landung. Wie jemand, die traditionellen Raketen sind halt jemand, der Einweggeschirr baut, ja. Also das Geschirr und ein Teller und so weiter, wie Partygeschirr, ja. Und man es einmal benutzt. Dann jemand, der herkommt und auf einmal erfindet, dass man Geschirr so machen kann, dass man es vielleicht 10-mal oder 20-mal benutzen kann, ja. Dann, und das kostet tatsächlich, die Herstellungskosten sind dieselben, ja, zwischen dem Partygeschirr und dem richtigen Geschirr, ja. Dann ist im Prinzip das Businessmodell von dem Partygeschirr weg. Was das Spektakel angeht, legt SpaceX beim Starship bei der Landung sogar nochmal eine Schippe drauf und wird auch die Oberstufe mit dem Starship versuchen, wiederverwendbar zu machen. Warum das so spektakulär aussehen muss, kannst du dir, glaube ich, jetzt schon denken. Durch den Bellyflop, den Bauch voranfallen, kann das Starship noch deutlich stärker durch die Atmosphäre bremsen als der schlanke Falcon 9 Booster. Das ist wichtig, weil ja in der Oberstufe die Gewichtsrechnung so böse ist. Für jede Tonne, die ich für die Wiederverwendung verbrauche, verliere ich eine Tonne an Nutzlast. Zusätzlich werden wir dann natürlich bei SpaceX Mars planen. Da die Atmosphäre am Mars so dünn ist, muss das Starship so viel Fläche wie möglich aufwenden, um signifikante Bremsbeschleunigung zu generieren. Und auch hier gilt, alles was ich am Mars zum Bremsen und Landen an Treibstoff brauche, muss ich ja vorher erstmal in den Orbit bekommen und dann noch zum Mars schicken. Wer sich die Vorteile des Bellyflop-Manövers im Detail ansehen möchte, dem empfehle ich das hervorragende Everyday Astronaut-Video zu dem Thema. Wo bringt einem der Bellyflop überhaupt nichts? Genau, auf dem Mond. Der hat ja bekanntlich keine Atmosphäre. Und hier muss es dann allein die propulsive Landung richten. Wie genau SpaceX das mit dem Starship machen möchte, das wissen wir noch nicht so genau, aber ich bin mir sicher, dass sie das auch gelöst kriegen. Was in der Community dafür jeder weiß, wir brechen endlich wieder in die Weiten des Weltraums auf. Nach Jahrzehnten, in denen wir die Erdatmosphäre, wenn wir ehrlich sind, nicht so wirklich verlassen haben, geht es wieder zum Mond und hoffentlich auch zeitnah zum Mars. Sind das nicht völlig verrückte Vorstellungen? Ja, und wir können da gerade live dabei sein und miterleben, wie die Technik entwickelt wird, die das ermöglichen soll. Wenn du dich da genauso drauf freust wie ich, gerne dem Video einen Like da lassen, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.